Die Zahl der Wohnungseinbrüche hat in den letzten Monaten wieder deutlich zugenommen. Wir gehen davon aus, dass wir etwa 160.000 bis 170.000 Wohnungseinbrüche haben. Und die Menschen, die sowas erleben, sind traumatisiert und fühlen sich in ihren Wohnungen und Häusern nicht mehr sicher. Deswegen haben wir vorgeschlagen, dass wir etwas tun müssen, um den Einbruchsdiebstahl zu erschweren. Wir wollen deshalb die Sicherung von Wohnräumen steuerlich begünstigen. Und wir werden darüber mit unserem Koalitionspartner in den nächsten Wochen reden. Ich bin zuversichtlich, dass wir zu einer Lösung kommen werden.